So, die positive Kreuzableitung der Gewinnfunktion, woran sehen wir das? Ganz einfach, als Gewinnfunktion hatten wir ja das hier gegeben, das war ja Erlöse minus die Gesamtkosten. Wenn wir das ausschreiben, haben wir hier stehen A1 plus A2 plus A1 mal A2 minus C mal in Klammern A1 Quadrat plus A2 Quadrat. Um die positive Kreuzableitung zu sehen, machen wir nichts anderes als zweimal ableiten. Einmal nach A1 zum Beispiel, also LG nach A1. Und wenn wir hier reingucken, haben wir hier A1 stehen, also da eine 1, hier nicht. Und hier haben wir A1 stehen, also plus A2. Und dann haben wir hier auch noch A1 stehen, also müssen wir auch ableiten, ist dann minus 2CA1. Und wenn wir diesen Ausdruck dann nochmal ableiten, aber nach dem anderen Argument, also del nach del GA2 und ich schreibe es mal ganz schlampig, einfach so noch da rein. Dann haben wir da stehen, dann müssen wir also das hier nochmal ableiten nach A2. Das Einzige, wo A2 drin steht, ist das. Also haben wir da eine 1 stehen und 1 ist größer als 0. Und damit haben wir gezeigt, dass wir eine positive Kreuzableitung haben, also Synergieeffekte möglich sind, wenn beide sich anstrengen.